Und auf die Frage, wer der Kämpfer ist, ist die Antwort Ike! Natürlich Ike. Natürlich heißt er Ike. Aber Ike sage ich zu ihm. Ike! Aber wartet mal, vielleicht haben wir einen blauen Fire Emblem Spirit? Ja! Dieser von Fire Emblem sein. Es gibt die LTA Sprungkraft vielleicht. Hat drei. Krass, drei Slots. Perfekt. So, Mann, das speichern wir auf jeden Fall. Yes. Sehr schön. Und Ike. Ike. Oder Ike. Ike ist krank. Also damals haben ihn sehr viele gespielt. Also bei mir zumindest in meiner Hut. Also meine Freunde, sag ich mal. Was? Bam! Oh nein. Somit hätten wir auch Ike befreit. Oh, da ist noch ein Kämpfer. Achso, aber halt, ich würde... Rigigigas. Ich würde aber gerne erstmal wissen, wie gesagt, ob ich vom anderen Pfad raus auch hinkomme. Ich glaube, nach dem Kampf werden wir das mal kurz uns anschauen. Für jeden der. Oh, ja, war gut. Oh, oh. Nein. Die verschickt Rocks. Nein. Ja. Raus mit dir. Okay, das war ein bisschen... Ne, merk schon. Ah, Corrin habe ich halt ein paar Mal gespielt, aber... Ich bin jetzt kein Corrin Main. Oh! Was ist das? Ein geiler Pfad oder was? Hä? Ein geheimer Pfad? Den Kirby sich nie einverleibte, der ebne deinen Weg. Den Kirby sich nie einverleibte. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe kaum Kirby gespielt. Den Kirby sich nie einverleibte, also ihn wahrscheinlich nie aufgesaugt hat. Boah. Keine Ahnung. Boah, keine Ahnung. Glaubt ihr, Kirby hat mal so einen Baum eingesaugt? Einen legitimen Baum? Ich weiß es nicht, Freunde. Oh mein Gott, es kann dauern jetzt. Oh je, ich weiß es echt nicht.
Keine Ahnung. Heißt, wir werden wahrscheinlich gegen viele hier kämpfen müssen. GG Kirby. Ich habe noch nie ein Kirby-Spiel gespielt. Hört sich vielleicht komisch an, aber Kirby ging an mir immer vorbei. Der hat mich so nicht wirklich interessiert. Obwohl ich weiß, dass viele Kirby feiern. Aber an mir ging der vorbei. Hast du das geschafft? Ah, aua! Wo bin ich? Ah, da. Oh oh. Niederlage. Ah, was ist das für sowas, brauche ich auf jeden Fall. Ein Charakter, der viele auf einmal hitten kann. Wir nehmen wieder Riddle Arena. Wir nehmen wieder Riddle Arena. Riddle. Riddle it is. Okay. Wispy Woods. Keine Ahnung, ob er den jemals eingesaugt hat oder nicht. Ich weiß es einfach nicht. Aber als ob er den Baum einsaugen kann, so weiß ich mal. Wobei es auch Kirby. Den freut alles. Den Crazy Dackel. Oh lol. Ich Idiot, ich wollte im Feuer spucken und nicht die Ulti machen eigentlich. Kirby, könnt ihr euch beruhigen bitte? Okay. Jetzt bin ich drauf gespannt, ob es das Richtige war, die richtige Wahl. Jetzt bin ich drauf gespannt, um ehrlich zu sein. Tatsächlich, weil ich dachte mir schon, so ein Baum kann er nicht einsaugen. Okay. Sein Name war Mewtwo. Endlich. Endlich treffen wir auf Mewtwo. Oh mein Gott. Den damals so oft gespielt. Controller willst du auch mal heute tun?
somit hätten wir endlich Mewtwo. Oh mein Gott. Überleg mal, ich hätte diesen Geheimpfad nicht entdeckt. Oh mein Gott, endlich. Endlich. Ups. Mewtwo. Oh mein Gott. Mewtwo sieht so geil aus, einfach nur. Mewtwo! Der sieht so geil aus, einfach nur. Let's go. Sehr schön. Ey, oh mein Gott. Schau mal, wie der runterslidet. Aber, andere Sache. Jetzt würde ich erstmal wirklich trotzdem gerne gucken, ob ich von dem anderen Pfad, wohin ich dahin komme. Was ich meinte. Lass uns das noch betrachten, auf jeden Fall. Ups, und zwar gehen wir hier runter wieder. Aber von hier, ne? Ja. Nämlich hier von hier, weil da geht's ja auch zu einer. Nee, das war eins unten. Ja, genau, hier war's. So. Des Wissenschaftlers Spuren folge. Okay. Wer von denen ist ein Wissenschaftler? Das war der Endgegner bei Star Fox. Aber ob der ein Wissenschaftler war, weiß ich nicht. Der sieht nicht nach einem Wissenschaftler aus. Den kenne ich ja einfach legit nicht. Also das geht einfach mal hier. Okay. Ey, warte mal. Das geht nicht so jetzt mit so Hilfe. Bitte. Kennen. Kennen, bitte. Bereit? Los! Was ist denn das für eine Map, ey, ohne Spaß. Alter, was ist denn das für eine Map? Ich flehe dich an. Wie nervig. Oh, ich kann ja nicht mal kämpfen hier auf so einer Scheiß-Map, ey. Ohne Spaß. Was ist denn das? Komm mal runter, Ganondorf. Seit wann brauchst du Hilfe von so einem Kack, ey? Ja, ist ja nicht dein Ernst jetzt, oder? Ja, ist jetzt nicht dein Ernst, sowas. Sowas Feiges, Ganondorf, hätte ich von dir nicht erwartet. Sowas Feiges hätte ich von dir nicht erwartet, mein Freund. Bereit? Oh.
Nein! Nein! Was ist denn das für eine Map? Ey, was? So nicht bitte, ey, gerne bitte, ey. Was ist denn das? Dann bist du so gebrochen. Ja, Mewtwo, willst du auch mal einen Smash nach oben machen, ne? Ohne Spaß, was geht ab? Unglaublich, echt. Unglaublich. Aber keine Ahnung, ob es jetzt ein Wissenschaftler war oder nicht. Ob der Dackel ein Wissenschaftler war oder nicht davor. Schauen wir mal. Ob du auch richtig, wirklich richtig stehst. Siehst du, wenn das Licht aufgeht oder irgendwie sowas. Oh. Okay, es geht auch hier lang. Hier ist noch ein Kämpfer. Crystal. Legendary ist die. Krass. Bin mal gespannt, ob wir es schaffen. Kann sein, dass hier Wolf ist. Wolf hätte ich auch gern Bock zu spielen. Wolf! Playtime is over. Komm, es fällt wieder alles. Kann man das mal jetzt sagen, bitte? Bam, das sind die Kombos mit Mewtwo. Aber wieso funktioniert es nicht mit dem Kombo? Was mischt sich diese Kacke da hinten ein? Dreh dich um. Ja, ja, ist okay, Freunde. So geht die Kombo nicht mehr, das ist doch gerade ein Witz, oder? Ich bin's gerade gedacht. Ich glaube, für sowas ist mir zu schwierig, um echt zu sein. Ich glaube, für sowas ist mir zu schwierig. Naja.
Ja, vielleicht, vielleicht echt. Aha. Ja. Vielleicht heute. Genau. Ja. So spielen wir Smash. Genau. 3 gegen 1. Kommt doch alle. Oh, warum nerven die so? Kann man es doch gerade sagen. Unglaubliche. Oh, aber 4-2 auf Crystal. Krass. Okay, die ist nice mit 2 Slots. Hat auf Magieangriffe was. Hat's schon gelohnt auf jeden Fall. Okay. So, und. Oh mein Gott, Wolf. Wie krank. Oh mein Gott. Das ist geil. Den würde ich auch gern probieren. So, Star Fox hat mich nie interessiert, okay. Ich fand Falco sah ganz cool aus. Und Wolf. Wolf hat mich so interessiert, sag ich mal. Aber prickelnd. Oh Mann, was ist Boomerang? Freunde, ich würde sagen, so viel zu diesem Part. Wir haben am Ende noch Wolf befreit. Wolf? Interessant. Wolf wäre eigentlich auch jemand, den ich gerne spielen würde. Aber ich glaube, wir machen danach ein bisschen weiter mit. Mit Riddler habe ich mich gut eingespielt in der Story, finde ich. Mit Riddler habe ich mich in der Story gut eingespielt. Ich würde sagen, wir machen danach weiter einfach mit Ridley. Dann können wir auch ein bisschen schneller voran. Aber. Ja, ansonsten. Warte mal. Okay, ansonsten. Ja, hier war nichts mehr. Machen wir wieder von dort weiter, wo wir aufgehört haben. Oben nämlich. Da geht's weiter. Und. Genau. Ich mache mich mal langsam auf den Weg dorthin, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dann sehen wir uns im nächsten Part auf jeden Fall von dort aus wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Peace.